Okay, das Verschwinden eures Bruders scheint mit einem schrecklichen Verbrechen in der Kanalisation von Königsmund in Dingens zu Dingsen. Truhe, hey. Söldner Kettenbein-Dinge, super. Okay, wir haben auf jeden Fall unseren Kollegen hier dabei. Und da werden wir natürlich gleich mal zum Eingang der Kanalisation gehen. Ist ja auch nicht so weit entfernt. Da sprinten wir ja mal schnell rüber. War das hier? Sieht aus wie so eine kleine Lustgrotte hier. Aber leider noch kein Eingang. Gehe ich überhaupt richtig? Oh ja. Alles gut. Hier sind sehr viele Türen. Ich weiß nicht, wo ich irgendwo mal reinschauen. Ach, hier sind Händler drin. Ein Trankhändler. Da könnten wir eventuell ja mal ein paar Fiolen kaufen. Auf jeden Fall mal gucken. Von nicht irgendwie doch noch was Besseres im Inventar haben. Nicht, dass wir den Kram dann nur noch verkaufen. Zum Beispiel diese nietenbesetzten Lederstiefel. Zack, werden sie angezogen. Sonst ist alles, ja, nicht gerade besser. Wohl Menschenfreund. Ist eine leichte Rüstung. Jedes Auswäschen regeneriert 20% der Energie eures Gruppenmitglieds und eurer Verbündeten. Das ist natürlich besser, weil es weniger. Ja, komm, nehme ich. Warum ich das abgelegt habe, weiß ich nicht. So. Pech und Öl natürlich. Boah, 100. Komm, nehme ich davon mal. Ihr müsst dann eine Fiole an eurem Gürtel befestigt haben. Fiole. Dann werden wir es jetzt mal befestigen. Ach, wir haben sogar noch einige Fiolen, scheiße. Komm, dann können wir sogar insgesamt 4 Stück. So. Jojo. Komm, hier können wir sogar so viel kaufen, wie wir möchten. Das ist nicht schlecht. Und ich nehme mal momentan noch das billige Öl. Wir sind ja noch nicht so gut betucht. Ist ein bisschen umständlich mit den Kaufen. Was? Ich dachte, er kann. Ach, eine Fiole bringen. Scheiße. Ja, hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ja. Kann man hier auch irgendwie schnell verkaufen oder so? Nee, leider nicht. Säbel. Bringt auf jeden Fall mehr wie die an. Dahlenglefe, also wenn wir die mal verticken und den Säbel behalten. Kurzbögen können wir alle hier. Zack, werden rausgehauen. Die Glefen natürlich auch noch. Die Entermesser braucht keine Sau. Ja. Antikes Schwert. Was ich hier alles für Kram mit mir rumtrage. Das ist schon wieder unglaublich. Da hätten wir uns doch das teurere Öl kaufen können. Ja, dann hätte ich noch mehr Kohle umsonst ausgegeben, quasi. Wo hatten wir den nicht angelegt? Egal. Breitkopfpfeile brauchen wir auch bloß einmal.
Ja, und die Plattenhandschuhe können wir verkaufen. Boah, warum gibt es hier? Das ist doch ein bisschen nervig jetzt hier mit dem Verkaufen immer. Aber da müssen wir leider drum rum. Lalala. Ja, was gibt es denn noch Interessantes zu erzählen? Eventuell bin ich hier drauf und dran, die Daisy Standalone zu verfolgen. Finde ich sehr geil, das Setting. Ja. Da habe ich auch nur leichte Ambitionen, da ein Let's Play von zu machen. Aber ich warte wirklich noch, bis Standalone raus ist. Ja, weil momentan hat mir das einfach noch zu viele Bugs. Okay, jetzt haben wir es angelegt. Sehr schön. Und hier ist ein total unauffälliger Eingang. Eure Ausdauer und eure Rüstung haben einen großen Einfluss auf den Energiebedarf eurer Fertigkeiten. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Da wären wir. Normalerweise würden wir direkt weitergehen, aber das Tor ist zu. Wir müssen einen Umweg über die Arena machen. Die Arena? Ihr werdet sehen. Wir nehmen den linken Weg. Und bleibt wachsam. Die Kanalisation ist voller Banditen. Das Gesetz der Stadt hat hier unten keinen Wert. Ach, die Arena also. Habe ich vergessen, das zweite Schwertchen noch anzulegen. Wir gehen links. Wie lange wart ihr bei der Stadtwache, Sir? Ich habe mehr als 10 Jahre dort gedient, bevor der neue Hauptmann gekommen ist. Und seit 5 Jahren bin ich jetzt ein treuer Gefolgsmann von Lord Harton. Ist ja noch nicht so wenig, wa? Wie lautet die Losung? Eiche und Eisen sind mein Schutz. Gut, tretet ein. Ihr scheint diesen Ort gut zu kennen. In der Tat, hier finden häufig illegale Kämpfe statt. Das Spektakel und die Wetten locken zahlreiche Spieler an. Und gute Kämpfer. Willst du nicht Lord mitkommen? Halton schickt mich manchmal hierher, um neue Schwertkämpfer für seine Leibgarde zu rekrutieren. Sogar eine Bar gibt's hier. Oh, das ist Ruhe. Da werden wir mal unsere Superfertigkeit machen und die Truhe mal aufkokeln. 24 Silberlinge, wow. Warum kommt er nicht mit, Hallo? Das ist etwa eine Falle. Komm, hier können wir auch lang. Ah, hier können wir also nochmal zurück und das sieht aus wie Feinde. Nee, sind aber keine. Da gibt es da so viel zu erkunden. Hier zum Beispiel noch etwas Silber. Okay, hier kommen wir nicht raus. Was machen die Schert da? euch weg! Aus. Uah, wollte ich gar nicht. Komm, Flammenwaffen. Und dann. Ungehöriger Tritt. Wenn wir den mal. Ich glaube, lohnt sich gar nicht. Jetzt die Fiole zu verschwenden. Besonders weil der andauernd ausweicht. Na los. Wow, puh. Jetzt kommen auf einmal 10 Leute an. Was hat denn der für Gegenangriff? Wild wie ein Wolf. Typschaden. Einhandwaffe. Einhandwaffe. Unterbrechung. Okay, er hat kein Area of Effect, das ist schlecht. Komm, hau ihn um. Sehr schön. Ja, komm, kümmere dich halt um den. Komm, bei dem machen wir ungehöriger Tritt. Flamme des Lebens. Wiederbelebung. Mit deiner Lebenskraft, aber nicht regenerative Hitze machen wir auch mal.
Und nun sind wir quasi unsterblich gegen diese Lobobs. So, den paralysieren wir jetzt mal. Inkompatible Waffe. So. Und Schnellfeuer natürlich. Was? Ihr seid verängstigt, nur Figuren könnten wir es. Mich verarschen oder was? Hä? Warum sind wir denn jetzt verängstigt? Kommen wir ran. Immer noch verängstigt? Nee, jetzt nicht mehr. So, zack. Oh Mann. Lauf! Und jetzt schnell feuern. Nein, nicht. Na, okay. Schnell feuern. Haben wir natürlich nicht genug Energie. So. Mann, das wäre auch kein Problem. Wir sind jetzt schon leicht im Balance. Und das waren einige Kollegen, die wir hier niedergemetzelt haben. Und wir haben sogar einen Schlüssel der Kanalisation gefunden. Wird uns auf jeden Fall weiterhelfen.